Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Weiße Fliege, oder genau gesagt hier um die Zwielichtflosse, welche sich im Gebiet Argus befindet, und zwar etwa bei 6071, und zwar hier im Teilgebiet McAree. Und ja, das Team gegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier leider eine sehr spezielle Kombination. Zum einen brauchen wir an der ersten Stelle ein Pet, das schneller ist als der Gegner, also mindestens Tempo 301 muss das Pet haben. Zudem noch eine Attacke, die den Gegner verlangsamen kann, um mindestens 25%. Das heißt, zum Beispiel mit den Mottenkugeln, da könnt ihr das Tempo verringern. Da besteht dort einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man den Gegner eben nicht verlangsamt. Da ist es halt immer so eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass man halt trifft und auch halt einfach den Gegner verlangsamt. Deshalb, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, am besten eine Fledermaus mitnehmen, was ich hier auch mache für den Guide halt einfach, damit ich den Kampf jetzt nicht tausendmal neu beginnen muss. Eben zur Sicherheit nimmt man am besten ein Kreischen-Pad mit, da ist halt einfach die Fledermaus damit ausgestattet und dann sollte das eigentlich kein Problem mehr darstellen. Da ist es halt einfach so, ihr müsst natürlich auch schneller sein als der Gegner. Das ist halt einfach beim verwaisten Teufelsfledermäuschen hier, ist es eigentlich immer der Fall. Und bei der Fledermaus gibt es auch einige Breeds, die halt schneller sind, also da müsst ihr einfach drauf achten, dass es entweder bei der Motte halt einfach mit den Mottenkugeln ist oder halt einfach bei der Fledermaus mit Kreischen. Dann eine blutrote Spore mit schleichender Pilz, Stachelhaut und Sporenpilze. Hier ist leider der Fall, dass man keine andere Spore benutzen kann, weil halt einfach die Gesundheit sehr relevant ist an dieser Stelle. Also ihr seht, die Kombination zwischen Geschwindigkeit und Gesundheit und dann auch noch der Schaden muss irgendwie stimmen. Das ist halt einfach die schlimmste Kombination, die man haben kann in einem Kampf. Und deshalb musste ich halt einfach auf so eine komische Kombination hier zurückgreifen. Halt eben blutrote Spore verwende ich eigentlich kaum in meinen Kämpfen. Aber das ist eigentlich das einzige Pet, das halt genug Gesundheit hat und zudem halt einfach nur noch solche Dots dabei hat. Dann Ikki mit wilder Kralle, schwarze Klaue und Jaw. Und ja, da beginnen wir gleich den Kampf. Und beginnen hier gleich einmal mit Kreischen. Ihr seht, man ist halt schnell an dieser Stelle. Und zwar um einiges, halt einfach weil das Tempo hier bei Teufelsfledermäuschen hier relativ hoch ist mit 325. Aber eben 301 sollte eigentlich ausreichen, um halt einfach schneller zu sein als Zwielichtflosse. Eben zu Beginn halt einfach Kreischen einsetzen. Wir werden hier gleich ausgewechselt, die blutrote Spore kommt ins Spiel. An dieser Stelle den Sporenpilz einsetzen und dann den schleichenden Pilz. Leider besteht immer noch die Möglichkeit wegen dem schneidenden Wind, dass da immer noch ein wenig ja, eine Glückssache dabei ist. Aber mit dieser Kombination konnte ich jetzt das, sag ich mal, relativ gut verringern. Aber es kann natürlich immer wieder passieren, dass man halt einfach sehr gut getroffen wird von schneidendem Wind und natürlich dann der Kampf meistens als Niederlage endet. Aber das kann man meiner Meinung nach einfach nicht ganz verhindern mit den Flugpads. Dann die nächste Attacke ist der schleichende Pilz. Und wenn ihr natürlich könnt, setzt am besten die Stachelhaut ein. Aber meistens ist es eigentlich nicht der Fall. Da werden wir eigentlich gleich ausgewechselt durch das leeren Tor. Deshalb kann man eigentlich auch passen. Dann kommt hier Ikki ins Spiel und hier halt einfach der übliche Ablauf. Zuerst einmal schwarze Klaue. Das Gute ist, in der ersten Runde sind wir halt noch schneller. Wenn wir jetzt Pech hätten, dann haut er uns sowieso hier runter und meistens ist es ja so, dass hier dann auch der Debuff vom Tempo weg ist. Deshalb muss man an dieser Stelle sicher mal hoffen, dass er hier jetzt nicht allzu gut trifft. Also das ist halt leider eine Stelle, die halt sehr nervig sein kann. Deshalb einfach hoffen, sag ich mal, dass er hier nur zweimal trifft, was jetzt hier natürlich nicht passiert ist. Und das ist halt einfach eine Sache, die mich teilweise nervt, dass Blizzard halt einfach solche Kämpfe eigentlich ins Spiel setzt, wo man halt einfach die ganze Zeit hoffen muss, dass halt einfach der Kampf ja, mit Glück verbunden ist. Und das ist halt einfach eine nervige Sache. Wir versuchen es jetzt halt einfach nochmals. Und da wollte ich halt einfach zeigen, es funktioniert halt einfach nicht immer so, wie es eigentlich sein sollte. Und deshalb habe ich halt da jetzt einfach diese erste Phase des Kampfes noch mit eingebaut. Ansonsten, ja, denkt ihr immer, bei mir funktioniert halt alles perfekt. Und dass ich dann da irgendwie halt einfach irgendetwas reinsetze, obwohl es gar nicht funktioniert. Aber normalerweise sollte es eigentlich schon funktionieren, aber es ist halt immer noch ein Hoffen, sag ich mal, wegen dem schneidenden Wind. Hier einfach eben wieder normal weiterkämpfen, schwarze Klaue und dann die Schar.
Und jetzt haben wir zum Glück das Glück gehabt, dass er zu Beginn nur zweimal getroffen hat. Jetzt können wir hoffen, dass er ebenfalls nur zweimal trifft. Und das ist jetzt eben der Fall gewesen. Und jetzt kommt einfach die Schar durch. Jetzt werden wir gleich weggehauen. Aber im Hintergrund, ja, wird halt Zwielichtfloss hier getötet mit diesen all diesen Dots hier. Und das ist ein großer Vorteil. Also ihr habt gesehen, etwa 700 hat er hier abgekriegt. Also sollte eigentlich keine Probleme darstellen. Auch mit einem schwächeren Breed bei der Fledermaus. Also sollte dort eigentlich keine Probleme darstellen. Aber grundsätzlich ist halt einfach der Kampf trotzdem noch eine Glückssache. Aber mit diesen Pets habe ich einfach versucht, diese Glückskomponente noch ein wenig zu verringern, aber es ist halt leider nicht allzu gut gelungen, sage ich mal, halt da einfach auf 100% zu bringen, die Wahrscheinlichkeit, dass man den Kampf gewinnt. Aber ich hoffe trotzdem, ich konnte euch irgendwie helfen, den Kampf zu gewinnen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.